Die Märkte gehen offenkundig davon aus, dass die Fed und Jerome Powell einfach nur bluffen. Anders ist die Reaktion auf die extrem hawkischen Aussagen sowohl im Fed-Statement als auch von Jerome Powell eigentlich nicht zu deuten. Die Frage ist, ob das ein sehr teures Missverständnis ist. Ich glaube ja, vieles deutet darauf hin, dass die Jahresendrallye, die alle wollen, alle herbeisehnen, in diesem Jahr leider ausfallen muss. Das zeigen charttechnische Aspekte, das zeigen Indikatoren, das will ich gleich in diesem Video noch ein bisschen weiter ausführen, aber schauen wir uns zunächst mal an, was da gestern eigentlich passiert ist. Wir haben wirklich sehr hawkische Aussagen, dazu gleich mehr seitens der Notenbank, aber der Dollar wurde sogar schwächer, die Renditen sind sogar gefallen. Normalerweise müsste man es andersrum erwarten. Die Aktienmärkte ein bisschen schwächer, konnten sich dann aber wieder erholen, dazu gleich mehr. Die Frage ist, nehmen die Märkte die Fed nicht mehr ernst? Die musste man stellen, als wir diese Marktreaktionen gesehen haben. Blaffte die Fed also nur? Viele haben ja gesagt, schon im Vorfeld der Sitzung, ja, lass sie jetzt nochmal die Zinsen anheben, nämlich um 0,5%. Aber das wird dann der letzte Zinsschritt sein. Die Fed hat uns klar gemacht, nö, das wird definitiv nicht der letzte Zinsschritt bleiben. Vor allem hier diese Formulierung, das Komitee anticipates that ongoing increases will be appropriate in order to a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive. Also, wir werden die Zinsen weiter anheben, auch nach dieser 0,5er Anhebung. Und wichtig dann eben diese Dotplots, diese Projektionen der Fed in Sachen Zinsentwicklung. Hier sehen wir jetzt auf 5,1% gestiegen. Es gab sogar 7 von 19 Mitgliedern, die bei 5,4% den höchsten Zinssatz erwarten. Und insgesamt liegen die Zinsen jetzt so hoch in den USA wie seit 15 Jahren nicht mehr. Und schauen wir uns nochmal ein paar Kernaussagen von Powell an. Labor Market remains extremely tight, strukturell eng. Da spielt er auf Demografie an, spielt er darauf an, dass schlichtweg Arbeitskräfte teilweise fehlen. Restriktive Geldpolitik wird länger gebraucht. Wir brauchen substantially more evidence, dass die Inflation zurückgeht. Nicht nur zwei Inflationsberichte, die letzten zwei Inflationszahlen waren ja niedriger als erwartet. Das also weist Powell zurück, indem er sagt, wir brauchen substanziell mehr Evidenz. Das ist eine klare Absage. Wir haben still has some ways to go on rate hikes. Wir haben also noch eine Strecke vor uns. Der aktuelle Ansatz ist noch nicht restriktiv genug als Geldpolitik. Wir werden keine Rate Cuts machen, bis die Inflation bei 2% ist. Dann hat Powell gesagt, also wenn die Inflation, wovon wir nicht ausgehen, im Jahr 2023 auf 2% fällt, dann werden wir auch die Zinsen nicht senken. Und wir müssen die Geldpolitik für einige Zeit restriktiv halten. Hier sehen wir nochmal diese sogenannten Dotplots. Oben die aktuellen Dotplots jetzt aus dem Dezember. Hier sehen wir, ist praktisch über die Marke von 5 gerutscht, während wir bei der letzten Sitzung im September noch bei der Marke von 4,875% gewesen sind. Also die Fed-Mitglieder haben ihre Zinserwartung, ihre Terminal Rate Expectation nach oben geschoben und das ist normalerweise nicht gut für die Märkte. All dieweil diese Märkte sagen sich, ja, lass die doch einmal reden. Da geht man davon aus, dass man schon sehr bald die Zinsen wieder senken wird. Und widerspricht damit also ganz, ganz eindeutig eben der Fed. Powell hat jetzt mit seinen Kommentaren durchaus auch mal was Dovisches hergegeben, aber das war wirklich im Vergleich zu dem Hawkischen sehr, sehr gering, als er zum Beispiel sagte, ja, der Zinsgipfel ist jetzt nicht mehr so weit. Das ist so eine indirekte Andeutung, dass wir wahrscheinlich bei der nächsten Sitzung im Februar dann einen Schritt von nur 0,25% sehen könnten. Wir haben ja jetzt viermal 0,75 gesehen, gestern dann 0,5. Das sind ja riesige Schritte, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Und die Märkte, die sind zunächst mal mit dem Fed-Statement nach unten gekommen, mit den Dotplots nach unten gekommen, weil das schlichtweg hawkischer war. Dann hat man fast die Verluste wieder komplett aufgeholt, um dann doch aber wieder nach unten zu kommen. Der Markt sagt jetzt, wenn wir uns die Fed Fund Futures anschauen, also der Zinssatz wird bei 4,75 bis 5% toppen und das war's dann. Die Frage ist, ist das wirklich der Fall? Hat die Fed geblufft? Muss die Fed dann zurückrudern? Das eben ist die Gretchenfrage, aber vielleicht sollten wir uns mal das anschauen, was Powell gestern zu den Financial Conditions gesagt hat, hat er so ein bisschen rumgedruckst.
Das war, naja, er war vielleicht auch nicht in Bestform, muss man sagen, dazu gleich mehr. Jedenfalls hat Bill Dudley, ehemaliger Chef der New York Fed, sich geäußert und sagte, also die Fed ist pretty hawkish hier, die ist ziemlich hawkish und hat nochmal darauf hingewiesen, dass Powell eines im Fokus hat, wenn die Financial Conditions lockerer werden, dann muss die Fed mehr dagegen steuern, muss weiter die Zinsen anheben und die Financial Conditions sind durch den Anstieg der Aktienmärkte und vor allem den Fall auch der Renditen deutlich lockerer geworden. Hier sehen wir mal das Ganze, wenn wir praktisch hier die Zinsanhebungen haben, umgedreht, also müssen sich invers vorstellen, damit man das besser vergleichen kann, und die Financial Conditions. Die Financial Conditions sind lockerer geworden und das begann Anfang November. Obwohl die Zinsen weiter nach oben gegangen sind, sind im Grunde jetzt viele, viele Zinsschritte der Fed faktisch in ihrer Wirkung verpufft, weil die Financial Conditions eben sich gelockert haben. Und das ist der Kernpunkt, gegen den Jerome Powell kämpft. Denn wenn diese Financial Conditions locker werden, locker bleiben, dann entsteht wieder Nachfrage, dann entsteht wieder Inflation, also wieder alles von vorne, wieder den Stein den Berg raufrollen, das will Powell nicht und das ist genau der Punkt, um den es hier zentral geht. Die Fed sagt, wir sind hawkisch, wir haben mehr Arbeit zu tun, der Markt sagt, okay, habe ich verstanden. Ihr werdet vielleicht noch einmal im Februar die Zinsen um 0,25 anheben und später dann im Jahr die Zinsen senken. Gucken wir uns mal die Reaktion der Aktienmärkte an. Moderat negativ in der Summe. Es war wie gesagt ein Auf und Ab. Kritiker wie Sven Hendrik sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn die Fed sagt, sie will erst die Zinsen wieder senken, wenn die Inflation bei 2% liegt, dann deutet doch manches darauf hin, dass wir schon Mitte des Jahres 2023 bei 2-3% Inflation liegen würden. Also er findet all das ziemlich miserabel, was die Fed da gibt und natürlich ist die Fed nicht ganz ehrlich. Powell müsste sagen, ganz klar sagen, ich will nicht, dass die Aktienmärkte steigen, ich will nicht, dass die Renditen zu stark fallen, weil sonst Nachfrage entsteht. Also muss er irgendwie andere Argumente bringen, das ist dann oft Inflation, ja, wir müssen weiter die Inflation bekämpfen, die zwar rückläufig ist, aber bla bla. Also wir sehen hier, er kann bisher nicht in dieser Klarheit sagen, was eigentlich der Fall ist. Wir sehen hier die Fed Terminal Rate Expectations zunächst nach oben gegangen, dann wieder nach unten gegangen. Zunächst die Wahrscheinlichkeit eines 50 Basispunkte Schritts im Februar nach oben gegangen, dann wieder deutlich nach unten gegangen. Also die Märkte sogar mit einem Flip-Flop. Jetzt hier Kommentare auf Finanzmarktwelt, ganz interessant. Das Schockpotenzial ist langsam verpufft. Wer soll denn jetzt und ausgerechnet noch vor Weihnachten noch verkaufen wegen der immer gleichen Leier? Doch, da habe ich eine Idee dazu gleich mehr. Paul ja auch mit der Aussage, der Arbeitsmarkt ist es so eng und sagt, das ist ein strukturelles Problem. Ein anderer Kommentator, die PK, war ein absolutes Null-Event. Das glaube ich wiederum nicht. Hat nicht den Anschein gemacht, als wollte Paul dem Aktienmarkt schaden. Mehrfach wurde nach den Finanzkonditionen gefragt und Paul hat nur wischiwaschi drumherum geredet und nicht draufgehauen. Denke, wir werden bis Jahresende weiterhin einen seitwärts laufenden Markt zwischen 3.900 und 4.100 Punkten sehen. Im Januar sehen wir dann mal weiter, so der Kommentar. Mein Kollege Wolfgang Müller hat kommentiert, Paul ist nicht wohl bei dem Gedanken, die Zinsen in nur 9 Monaten so stark angehoben zu haben. Er hat Angst vor einem Wiederaufflackern der Inflation wie im Jahr 1974. Auf der anderen Seite die Amerikaner mit 93 Billionen Dollar verschuldet. Welche Folgen dieser Zinsanstieg hat, ist noch gar nicht absehbar. Nochmal ein Policy Error, nochmal ein Too Late, wie bei der Inflation, verursacht Magenschmerzen. Die Fed dürfte wieder behind the curve sein. Und der Verantwortliche einer möglichen Rezession wäre bereits identifiziert, nämlich Jerome Powell. Und in der Tat, der war nervös, der wäre ein bisschen fahrig. Hier ein Tweet von Wall Street Silver mit einem Filmausschnitt, mit einer Aufnahme von Powell, wo man sieht, wie er dieses weiße Blatt in der Hand hält und dieses weiße Blatt stark zittert. Also das war schon ein interessanter Auftritt, aber in Sachen Inflation vielleicht doch mal hier eine Grafik von Shadow Stats, Schattenstatistik. Wir alle kennen das, wenn wir im Supermarkt sind, wenn wir irgendwie einkaufen, haben wir das Gefühl, nee, also das ist mehr als die offizielle Inflationsrate, die faktisch hier an Verteuerung der Fall ist. In den USA dürfte die
die wirkliche reale Inflation bei 15% liegen, also etwa doppelt so hoch. Und das erklärt vielleicht, warum die Notenbanken gerne, so wie die Fed bei den letzten 8 Zinsanhebungszyklen, die Zinsen über die offizielle Inflationsrate hebt, um wirklich hier dieses Problem zu beseitigen. Jetzt auch ein interessanter Aspekt, das wurde als Dovish aufgefasst. Als die Frage gestellt wurde, ja, wie schaut es denn aus mit eurem Inflationsziel bei 2%? Könnte es sein, dass ihr das irgendwann mal ändert? Es gab im Vorfeld schon Spekulationen, dass die Fed einfach sagt, ja, unser Inflationsziel ist nicht mehr 2, sondern 3%, also dass man das Inflationsziel nach oben nimmt, damit also die Inflation dann nicht mehr ganz so stark bekämpfen muss, weil man nur noch eine Inflation von 3% und nicht mehr 2% anstrebt. Paul hat gesagt, nein, haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht, ist überhaupt nicht in der Diskussion, könnte aber mal irgendwann passieren. Und da wurden alle gleich hellhörig. Bill Ackman, der bekannte Investor, sagt, Deglobalisierung, Transition zu grüner Energie und so weiter und so fort. All das ist strukturell inflationär. Die Fed kann jetzt noch nicht ihr Inflationsziel ändern, aber sie wird früher oder später nicht drum rumkommen. Ja, das kann durchaus sein. Das ist ja das große Problem insgesamt. Diese Wende hin zu alternativen Energien ist teuer, ist inflationär. Wir haben ein Demografieproblem, inflationär. Wir haben so viele inflationäre Treiber, Deglobalisierung etc. etc., dass wir es jetzt wirklich mit einem Gamechanger zu tun haben, der eben jetzt, selbst wenn die Inflation kurzfristig zurückgeht, vielleicht ein, zwei Jahre zurückgeht, dann eben wieder werden wir Inflationswellen sehen. Wir kriegen das Problem nicht mehr so schnell los. Das ist das große Ding, auch wenn es dann zwischenzeitlich wieder besser wird, immer wieder besser wird, aber insgesamt eben nochmal der Hinweis, der S&P 500 hat noch nie einen Boden gefunden, solange die Fed noch die Zinsen angehoben hat. Schauen wir uns mal hier die Chartmuster an. Hier sehen wir den S&P 500. Oben im Chart die schwarze Kurve hier, das ist der 200-Tages-Durchschnitt. Zweimal jetzt getestet, zweimal mit roten Kerzen zurückgeprallt. Wir scheinen eine Doppeltop-Formation im S&P 500 auszubilden. Hier sehen wir das nochmal auf anderer Ebene mit vierfachen Divergenzen, negativen Divergenzen. Das ist das Maximum, was man in Sachen Bärischnis bekommen kann. Aber alle sind optimistisch und sagen, ja, lass die Fed doch reden. Wir wollen Jahresendrally. Das kann teuer werden. Das kann viele auf den falschen Fuß erwischen. Zumal oft die Reaktion dann nicht direkt auf die Fed erfolgt, sondern in den Tagen später. Alle sind bullisch. Morgen haben wir den großen Verfall, zumindest ist die gefühlte Stimmungslage bullisch, weil eben alle von einer Jahresendrally ausgehen. Hier sehen wir nochmal den S&P 500, oben eben an diese Abwärtstrendkanalbegrenzung angekommen. Und durchaus denkbar, dass wir perspektivisch in den nächsten Monaten zumindest unten nochmal anklopfen. Das wäre dann so um 3.300, 3.400, dieser Bereich wäre eine typische charttechnische Bewegung. Will natürlich jetzt keiner wahrhaben, ist klar. Was passieren muss, dass die Bullen sich befreien, ist schlichtweg, dass wir über die 4.100er Marke steigen, dass wir also diesen Abwärtstrendkanal besiegen. Kommen wir zu China noch ganz kurz. Wieder miserable Daten aus dem Reich der Mitte. Retail Sales minus 5,9%, minus 4 erwartet. Wir haben Property Investment minus knapp 10%, Industrieproduktion schwächer als erhofft und vor allem die Hauspreise. Jetzt wieder einmal rückläufig im November. Das geht jetzt, glaube ich, seit 13 Monaten so, dass in China die Hauspreise rückläufig sind, die Immobilienpreise. Und wir sehen, wie Hu Xixin, ehemaliger Chefredakteur der Global Times, jetzt sagt, also hier Reuters berichtet, dass Pfizer angeboten hat, China zu helfen mit Impfstoff. Und er sagt, jenseits der Frage, ob wir das annehmen oder fragen, ist es eine gute Aktion von Washington. Also wir sehen, wenn jetzt hier doch schon offenkundig, zumindest nicht ausgeschlossen wird, dass man westlichen Impfstoff nimmt, wie dramatisch die Lage ist. Wir hatten gestern einen Artikel, das große Sterben beginnt, Krankenhäuser voll, Infusionsgeräte schon bei Warteschlangen, die dann im Freien bei wartenden Autos aufgestellt werden müssen, Krankenleichenwagen vor Krematorien, im Stau etc. etc. Alles unschön, aber das könnte sich jetzt ziemlich ungünstig entwickeln. Heute das Highlight, die EZB-Sitzung, 14.30, 14.15 die Entscheidung, ja 14.45 die Pressekonferenz, werden wir natürlich abbilden bei Finanzmarktwelt. 14.30 haben wir dann US-Einzelhandelsumsätze, Philly Fed, New York Empire, da ist Erstanträge, da ist eine ganze Menge los. Heute also unbedingt reinschauen bei Finanzmarkt der Welt, vor allem bei der EZB.
Die wird wahrscheinlich die Zinsen 14, 15 um 0,5 anheben, aber dann wichtig vor allem, was jetzt zur Bilanzreduzierung gesagt wird, endet die Fiskalisierung des Euros. Diesen Artikel, den werde ich Ihnen mal unten unter dem Video displayen, damit Sie sich mal ein bisschen informieren im Vorfeld der EZB-Sitzung, was da genau eigentlich jetzt zu erwarten ist. Heute die Chefin oder Ex-Chefin einer großen Sparkasse hat gesagt, wir haben einen Teil unserer stillen Reserven verloren. Ja, die Banken haben natürlich einerseits profitiert von dem Anstieg der Vermögenspreise, das hat manche Bilanzpositionen verbessert. Auf der anderen Seite hat die Nullzinspolitik und der negative Einlagezins vor allem sehr viel Geld gekostet. Also erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, wir werden wahrscheinlich jetzt im Dezember eine deutlich rückläufige Inflationsrate sehen. Das wird sich dann allerdings wahrscheinlich sehr bald schon wieder ändern, ab Anfang nächsten Jahres, weil dann eben die Energiepreise wirklich erste zur Wirkung kommen. Ab Januar haben wir alle die Erhöhungen jetzt gekriegt. Warum die deutsche Inflation im Dezember auf 7% sinken könnte, dann aber wieder steigt, lesen Sie hier. Zweite Empfehlung und scheitert Deutschland Boom und Bust mit Thomas Mittelhoff. Heute 19 Uhr. Ich denke, extrem fundierte Aussagen, die Sie da erwarten. Da sprechen wir über das derzeit scheiternde Geschäftsmodell mit jemand, der schon ein gescheitertes Leben hinter sich hat. Ganz oben war in der Champions League, dann ganz unten im Gefängnis. Das sind die interessantesten Menschen, die man wahrscheinlich finden kann, die eben von allen Aspekten des Lebens berichten können. Das Markenflüster heute deswegen früher, so 18, 18:15, weil um 19 Uhr Boom und Bust. Den Link packe ich Ihnen unter das Video. Jetzt wünsche ich erstmal das Beste. Schauen Sie rein zu EZB 14:15 und 14:55. Ich sage Servus und Ciao.